Okay. Ja, Martin und ich kommen gerade aus dem Film Held, die Sonne wird euch verbrennen, was ein selten dämlicher Untertitel ist, finde ich, weil es klingt irgendwie eher nach RTL-Event-Kino als einem wirklich ernstzunehmenden Film. Und wir wollen gerne ein paar Eindrücke mit euch teilen, weil ehrlich gesagt hat der Film ein paar gespaltene Meinungen in uns hervorgerufen. Also, das Ganze ist ein Endzeitfilm. Und ein deutscher Endzeitfilm, was eine unheimliche Besonderheit ist, weil ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat. Ich glaube schon, aber wenn, dann ist es mir nicht bekannt. Und ich finde es auf jeden Fall großartig, dass in Deutschland mal wieder ein Genre-Kino rauskommt und nicht die alltäglichen Krimis, Tragödien und Dramen und so weiter. Und auch das mal außen vor genommen, ist es ein recht guter Film eigentlich, bis auf eine große Kleinigkeit, die uns beide ein bisschen gestört hat. Oder? Ja. Ja. Klischees. Klischees. Wuhu. Also, der ganze Film handelt eigentlich davon, dass im Jahr 2016, also, warte mal, das sind 5 Jahre von jetzt, ne? Richtig. Ach, cool. Ich habe letztens einen Film gesehen, da konnte jemand nicht rechnen. Halt dann so, warte mal, 3 mal 1,80? 28 Meter, ne? Das war auf jeden Fall. Ach, stimmt, das war ich. Ja. Nein, auf jeden Fall. Im Jahr 2016 ist die Sonne so heiß geworden, dass es hier in Deutschland 10 Grad wärmer ist. Da wird sich manch einer vielleicht freuen, aber es heißt, dass die Sonne alles verbrennt, mehr oder weniger, was an der Oberfläche ist, was längere Zeit an der Oberfläche ist. Und das ist im Film auch wirklich gut umgesetzt, weil es sieht wirklich so aus, als ob Deutschland völlig verwüstet wäre eigentlich. Wälder sind niedergebrannt, richtig, also stehen kahle Bäume dort und die Farbdramaturgie taucht auch alles, was am Tage spielt, in ein ausgewaschenes, aber sehr gleißendes Sonnentöne, Orangetöne und Weißtöne. Was ziemlich cool aussieht eigentlich. Und die Charaktere rennen den ganzen Tag vermummt herum mit großen Schutzbrillen und sowas, um bloß kein Stückchen Haut der Sonne preiszugeben. Ja, und es kommt halt so, der Zuschauer folgt halt der Hauptfigur Marie, die mit ihrer Schwester irgendwie unterwegs ist und irgendeinem Typen namens Philipp, den sie aufgegabelt haben, weil er ein Auto hat oder sowas wahrscheinlich, oder weil sie es mal wieder großartig nötig hat oder sowas. Wer weiß es. Und es kommt so, dass sie letztendlich in eine Falle geraten und einige werden entführt von der Gruppe, einige nicht und sowas und versuchen sich wiederzufinden. Und es kommt dabei heraus, dass sie entführt werden und alle, die den Film noch sehen wollen, ohne irgendwelche Spoiler zu hören, sollten jetzt weghören und den Rest des Videos nicht mehr sehen. Ihr habt es immerhin angeklickt und darum haben wir schon mal einen View. Aber sollten jetzt ausschalten. Sie werden von einer kannibalen Bauernfamilie festgehalten. Und an dem Moment, das war keine Überraschung in dem Film. Wir saßen da und der Film verkauft es als Überraschung. Marie gerät, ist mittlerweile allein unterwegs und versucht ihre Schwester wiederzufinden. Und fällt in eine Kirche hinein, mehr oder weniger halbtot. Und dort wird sie von einer alten Frau gerettet, die erstmal, als sie sich enthüllt, musste ich erst mal nachdenken, ob das ein Piercing oder eine Warze war, aber es ist eine Warze, die sie da trägt, so richtig groß auffällig. Alter. Warze! Ja, das ist schon mal das erste Zeichen. Böse! Aber sie bittet ihr was zu trinken an und Unterkunft und sowas alles und erzählt, dass da immer eine Bande vorbeikommt und Wanderer mitnimmt und sowas und alle paar Monate, okay. Und dann bringt sie die mit in ihr Bauernhaus, wo ihre Familie wohnt und sie soll ihren Sohn kennenlernen und sowas alles und bla 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 und alles hört sich ja ganz nett an. Aber in dem Moment saßen wir da beide schon und haben schon Witze darüber gemacht. So, und dann essen wir morgen dein Fleisch oder sowas. Oder wir entscheiden später, wann sie dich schlachten. Also es ist sehr offensichtlich eigentlich. Also. Und das ist auch so eine Stelle, die ist, ich würde sagen, so Ende des zweiten Drittels, ne? Ja. Dieser Teil. Und der ist, ehrlich gesagt,
Ich habe mir zwischendurch und während des Films ein paar Mal gegen die Stirn geklopft, weil es einfach so dämlich war und so ein Klischee, so ein richtiges Mega-Klischee, die kannibalistische Familie, die kannibalistische Hinterwäldler-Familie. In wie vielen Horrorfilmen haben wir das schon erlebt? Ich glaube, unsere beiden Hände reichen nicht dafür aus, um das aufzuzählen irgendwie. Und noch keinen Deutschen. Noch keinen Deutschen. Oh, ja genau, ja. Das ist eine Besonderheit. Wir haben auch noch keinen deutschen Godzilla gesehen. Oh doch, warte mal. Produzent war nämlich Roland Emmerich von dem Film, darum kommen wir drauf. Aber gut. Ja. Genau. Also, das war echt mies. Und hat uns beide auch echt enttäuscht. So. Wir werden so, zum Glück wurden wir danach noch entschädigt, weil die fliehen, die Gefangenen dann halt, die wie Vieh dort auf diesem Hof gehalten werden und entkommen dann in gleißendem Sonnenlicht quasi, was ziemlich cool auch abgefilmt worden ist eigentlich. Ja, also das ist so der Film im Groben und Ganzen, also nicht im Detail jetzt erstmal. Wir haben aber allerdings ein paar Details, die uns am Film aufgefallen sind und die... Erstmal, glaube ich, müssen wir noch über den Elefanten im Raum sprechen, also den Kannibalismus einfach da. Ja. Ach Gott. Das, erzähl. Es war einfach völlig überflüssig, weil sie haben das Vieh durch Menschen ersetzt, die sie finden. Die sie genauso gut können sie auch Vieh finden. Ja, aber die sie genauso gut ernähren müssen eigentlich. Ja. Also ich meine, wo es keine Nahrung gibt, können auch keine Menschen gedeihen, sagen wir jetzt mal so. Da wir ja schon von Bauern reden quasi. So. Das ist also, ich weiß nicht, also ich sag mal so, ein Endzeitfilm braucht nicht unbedingt Kannibalen oder sowas. Nicht wirklich, nee. Nein, aber Mad Max hat keine Kannibalen gebraucht, da wurde es wen vielleicht impliziert oder sowas. Mad Max hat aber auch keinen Bauernhof irgendwo in den bayerischen Alpen, das ist ja genau eben. Außerdem ist das eigentlich ganz schön diskriminierend zu unterstellen, dass Bauern in Bayern totale Hinterwäldler sind, die sich nicht von ihrer Bauerntradition lösen können, selbst wenn um sie herum die Welt in Bruch geht dann halt. Man könnte sagen, es gibt einen gesellschaftskritischen Moment da drin, weil nämlich die Welt ist am Zerfallen, das wird auch sehr schön in der Title Card erzählt, also dass die gesellschaftlichen Strukturen zerfallen sind mittlerweile, aber trotzdem müssen diese Bauern ihr Bauerndasein weiterführen. Und zwar, indem sie das Vieh durch Menschen ersetzen. Wow! Und das sind natürlich Hinterwäldler in Bayern dann halt. Und das finde ich doch schon ganz schön diskriminierend. Also wenn ich ein Bayer wäre oder sowas und ein Bauer, ein Landwirt in Bayern, würde ich mich, glaube ich, ein bisschen darüber aufregen, muss ich ehrlich mal sagen. Und wenn ich eine Warze hätte. Ja, Warze. Genau. Aber das ist ja nicht das Einzige. Der Sohn von dieser Bäuerin ist offensichtlich ja. Geistig etwas zurückgeblieben. Mama hat gesagt, ich sollte Verband ja. anlegen. Oh Mann. Das Klischee, das andere Klischee quasi noch toppt. Genau. Dann wird Marie ist nämlich auserwählt quasi von der Bäuerin, der Obermuftierin, dem Obermutti dort, sagen wir mal so. Die leitet so quasi diese Menschenschlachterei, sagen wir jetzt so. Und inklusive Bolzen-Schussgerät. Naja, genau. Dazu muss ich übrigens sagen, sehr positiv ist dem Film anzumerken, dass obwohl er ins Horror-Element abgleitet, dass keine besonders ekligen Szenen gezeigt werden und dass er sich nicht daran ergötzt, irgendwie Menschen leiden zu sehen oder sowas. Also es ist sehr schön, einen Film zu sehen, der ins Horror-Metier reinrutscht, aber trotzdem nicht irgendwie nur auch Gewaltszenen zeigt oder sowas. Die sind nämlich relativ spärlich eigentlich und das ist sehr gut. Also Blut, sagen wir mal, Blutcount irgendwie, vielleicht einen kurzen oder sowas. Also mehr nicht unbedingt oder sowas. Das ist Wasser gab es mehr dafür, dass ja, alles genau. vertrocknet war. Genau, irgendwie. Gut, aber wir waren bei, genau. Marie ist auserwählt worden, sich mit dem Sohn fortzupflanzen. Um den Bauernhof weiterführen zu können irgendwann später. Weil der läuft ja gerade so gut. Genau, was auch also wieder implizierte Vergewaltigung auch fast wieder ist, weil sie ja, glaube ich, dann auch irgendwie was dagegen hat oder sowas dann. Sie soll sich mit diesem verblödeten Sohn dann halt irgendwie vermählen und sowas.
und soll dann ihre neue Familie kennenlernen und geht dann runter in die Küche, wo gegessen wird dann halt. Und erstmal steht dann eine apathische Tochter irgendwie von dieser Mutter, steht da und rührt natürlich in einem großen Topf, wo vermutlich dann Menschenfleisch drin ist. Dabei trägt sie übrigens ein Kleid, was sie von dieser Obermutter bekommen hat, die jetzt nochmal ganz wichtig erwähnen, wo kein Mensch vorher drauf kommen will. Das war mal mein Kleid. Die Dialoge sind nicht gut unbedingt in diesem Segment. Nein, absolut nicht. Und wir kommen noch zu den positiven Teilen, die uns sehr gut gefallen haben natürlich. Aber erstmal müssen wir einfach über das reden, was uns so aufgeregt hat da dran. Und das war halt, sie sitzt dann da halt, der Papa, glaube ich, war das oder was auch immer. Das war, glaube ich, der von dieser Nachbarfamilie, die mit auf dem Hof. Das sind zwei Bauernfamilien zusammen auf dem Hof. Und der spricht noch ein Gebet natürlich dann halt, um das Ganze noch mehr zu pervertieren dann halt irgendwie. Oder das ist, ich habe nur das Gefühl irgendwie, das ganze Segment mit den Kannibalen war sehr, sehr, sehr altbacken irgendwie. Und immerhin war das Essen kein offensichtliches Menschenfleisch, sondern das ist eine grüne Kohlpampe. Ja. Ich vermute, es war Hackfleischpampe mit irgendwas anderem vermengt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ein bisschen geschüttelt hat es mich schon, als die Obermutti dann da halt da einfach so gegessen hat, als ob das nichts anderes wäre, als ob das. Ich meine, wir wissen nicht, ob das wirklich das war, was wir glauben, dass es war, aber das hat der Film bis dahin absolut impliziert. Eigentlich muss es das gewesen sein. Also,